Wo gehen wir denn jetzt hin? Auf ein Dach von einer Fabrik in Dharavi. Von dort hat man eine Aussicht auf ganz Dharavi. Und wird das schön sein? Interessant. Nicht schön, aber interessant. Jeez, all the plastic, huh? This is a roof view. As we can't able to see the whole part of Dharavi, but from here you can see Dharavi. The slum in Mumbai, or the official definition of the slum, means houses or the properties are built illegally on the government land. That's the definition of the slum. Mit Recycling von Plastik, dass Ragpickers in ganz Mumbai einsammeln. Mit diesem Müll kann man eigentlich richtig, richtig viel Geld machen. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal einen Plastikstuhl. Wenn der kaputt geht, dann kommt er hierher und aus diesen werden ganz kleine Pellets hergestellt. Und aus den Pellets kann man wieder einschmelzen und zu neuen Produkten machen. Und aus kann man so viel Geld machen. Und der Ragpicker bekommt dafür vielleicht für das Stück 2 Rupien. Und im Endeffekt die Pellets, die man da rausbekommt, sind vielleicht 10 Rupien wert. Also dahinter steckt eine riesengroße profitable Industrie. Ich meine, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die wissen das. Aber was sie hier eben verdienen, davon kann die Familie daheim gut leben. Für Berlin! Thank you! Dharavi ist ein einzigartiger Ort, weil viele Menschen erwarten von dem Slum, dass es eben sehr dreckig ist, sehr gefährlich, sehr kriminell, aber... Ja, aber guck da mal hinter dir, ne? Es ist nicht da ganz, wie es an Deutschland dran geht, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Aber das ist Dharavi. Dharavi ist ein Slum, wo die Umstände, die Lebensbedingungen anders sind. Aber wir zeigen eben auf unserer Tour, dass Dharavi nicht das ist, was die Menschen von einem Slum erwarten. Oh yeah. Oh, this stuff. It's an independent. This is not a recycling fabric. It's a new fabric with it. It's really pretty. Yeah. I never touched it. Oh. This is like a little girl. Okay, start with me. Cut me. Say, "Alaga, cut me." Come on, let's go. Let's go. Wenn man reist, wenn man in ein fremdes Land reist, warum sollte man sich nur die schönen Strände, die Sehenswürdigkeiten, Tempel anschauen und komplett die Realität, wie es in einem Land ist, was immer noch ein Schwellenland ist, warum sollte man das komplett ignorieren? Das ist Teil dieses Landes, es gehört dazu und man sollte diesen Teil einfach nicht ignorieren, sondern sollte die Realität ins Gesicht schauen. Also das ist die Wohngegend von Dharavi. Hier arbeiten weniger, hier wird weniger gearbeitet und mehr gewohnt. Das ist eine ziemlich kleine Wohnfläche. Also ich würde sagen, vielleicht 8-9 Quadratmeter. Und da leben 5 bis 8 Leute. Also Kinder, Eltern, Großeltern. Klar, die Lebensbedingungen sind schlecht. Vielleicht nicht deine eigene Toilette zu haben, aber für mich das Schlimmste ist, dass du einfach keine Privatsphäre hast. Ja. Ganz einfache Dinge wie Fortpflanzung ist einfach in solchen Lebensbedingungen ziemlich schwierig. Fortpflanzung? Fortpflanzung, ja. Wie macht man Kinder, wenn man mit seinen Großeltern und seinen eigenen Kindern lebt?
Ich denke, das ist für seine eigene Horizonterweiterung eine Menge wert ist. Also einfach eine andere Seite von einem Land zu sehen und der Realität klar zu werden, dass man sich selbst, das eigene Leben oder den Wohlstand, in dem man lebt und den man oft sehr unterschätzt, dass man erstmal realisiert, wie viel wert das ist. Wie viel wert es ist, einfach ein Dach über dem Kopf zu haben oder wie viel wert es ist, einen sicheren Job haben, sicheren Arbeitsbedingungen. Und viele Menschen kommen von unserem Erlebnis und sagen, danke, weil mir war es echt nicht klar, in was für ein gutes Leben ich habe. Und ihr Leute habt mir das jetzt klar gemacht. Schon wenn ich jetzt nur zu Weihnachten zurückkomme, nervt mich am meisten immer wie sich Menschen beschweren. Stresst mich jetzt, nachdem ich hier in Indien gelebt habe, nachdem ich hier in der Arabik gearbeitet habe, am meisten. Dass Menschen sich über die tollsten Dinge, über diese Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, trotzdem noch beschweren. Excuse me. Sorry. Adina, ja. Bist du auch eine von denen jetzt, nach 3 Jahren? Nee, also ich bin natürlich immer noch die Weise. Also wenn mich Leute sehen, ich meine, es sind 1 Million Menschen, die können sich natürlich nicht an mich erinnern, da bin ich immer noch Firangi, also Foreigner, Gory, White Girl. Aber in der Community, wo wir arbeiten, wo unser Community Center ist, gibt es schon ein paar Kinder, die zu mir kommen und sagen, Adina, Didi, also Didi bedeutet große Schwester. Und das freut mich natürlich immer, wenn die Kinder angerannt kommen und mich kennen von gewissen Projekten, aber ich arbeite eben meistens im Büro. Eigentlich sehe ich jetzt eine sehr alte, junge Frau. Ja, meine Familie hat mir auch schon oft gesagt, dass ich in den letzten 2 Jahren ungefähr um die 5 Jahre, 10 Jahre älter geworden bin, aber ich habe damit kein Problem, ich finde das toll. Ich denke einfach, dass ich mit dieser Erfahrung, die ich hier habe, dass ich so viel damit gewonnen habe, dass ich Menschen viel besser einschätzen kann, dass ich Menschen viel besser kenne, dass ich Herausforderungen viel leichter annehme, dass ich Probleme viel einfacher löse und geduldig bin. Das ist die große Sache, die man in Indien lernt, Geduld. Weil hier dauert einfach alles ein bisschen länger, hier ist alles ein bisschen schwieriger. Menschen laufen nicht wie ein Uhrwerk, so wie daheim in Deutschland. Aber ich finde es jedes Mal wieder aufregend und ich akzeptiere Dinge viel einfacher. Und wie ich schon oft gesagt habe, man kann nicht immer wieder sagen, man wird einfach dankbar und man weiß einfach das zu schätzen, was man hat. Ich habe noch kein Testament gemacht. Lass mir nochmal den Zug vorbeifahren. Man weiß nie genau, auf welchem Gleis er kommt. Magst du das Abenteuer? Bedingt. Ich glaube, als ich jünger war, mochte ich das Abenteuer noch mehr, aber ja. Langweilig fände ich jetzt auch nicht gut. Wie hat es das ausgewirkt? Ich hatte den zweiten Unfall und hätte beinahe meinen Fuß verloren. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und der erste Unfall? Der war mit dem Motorrad und ja. Aber alles gut ausgegangen. Sieht man die Leute. Oh. Hast du das gesehen? Da stand jemand drauf. Ja, ja. So kann man auch ein Bein verlieren, nicht? Ja, so kann man auch ein Bein verlieren und die bekommen dann hoffentlich Prothesen von uns. Namaskar. Hallo. Namaskar.
Namaskar. Fine. These all are for amputees. Yeah? Yeah. And so, what were the reasons why they? We'll ask them. Yeah. मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं करनी है मेरा पॉइजन टाइप हुआ गैंग्रीन पॉइजन ग्रीन हां ओके या क्या पीते बाद में क्या पीते हो तेरे गैंग्रीन डायबिटीज आ पाया डायबिटीज ट्रेन एक्सीडेंट हां अच्छा दैट्स ओके एंड ही इज माय बर्थ ही इज हेड ऑफ Ja, die Leute sind halt hier ein hartes Leben gewohnt und von Kindheit an ist das Leben hier härter als bei uns. Ja, wir werden, die Inder sagen immer, wir werden zu sehr gepampert, ne? Und wir haben die auch ein bisschen recht mit. Ich habe selber Erfahrungen gemacht in Krankenhäusern, in Reha-Zentren, wo ich war, wo die Leute nur gejammert haben. Die kamen aber nicht vorwärts. Man muss kämpfen. Ja, wenn man das Schicksal einmal hat, dann muss man halt auch Yeah, kämpfen, Zähne beißen, und dann geht's weiter. Is it your first leg? Yes. Yeah, this is the first time that you get one. It was an accident? Yes, cylinder. Ah, okay. Gas exploded, last. Okay, also ist eine Gasflasche explodiert und dadurch hat sein Bein verloren. Er hat es noch nicht so lange. Und dann muss natürlich die Wunde erst verheilen und danach bekommt er dann die Prothese. Gerade bekommen die Prothese und kann direkt laufen damit. Ich finde das immer faszinierend. Und einfach diesen Erfolg zu sehen, das ist Motivation. Der hat nie laufen können vorher. Der hat vorher nicht laufen können. Nein. Ist das da nicht Wahnsinn? Es ist total verrückt. Als ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, Wie kann das sein? Ja. Weil ich halt auch nur die Erfahrung hatte aus Deutschland mit Reha und allem drum und dran. Und ich kenne mich ja auch. Als ich gerade verunfallt war, da habe ich auch gejammert. Ne? Aber ich habe halt frühzeitig gesehen, man muss was tun, damit man Fortschritt hat. Und ist es normal, dass man ein Bein kriegt und dann einfach wegrennt? Ja, das ist hier normal. Ja, hier ist nicht großartig Reha, Zeit für Reha. Hier ist direkt laufen, benutzen. Die haben keine Zeit zum Jammern. Und wenn die überleben wollen, dann müssen die halt anpacken. Ne? Jammern ist keine Zeit zu. Und die wollen überleben hier? Ja, sicher. Wer will nicht überleben? That's okay. Ek, do, tin, char, panch, at, now, dies. Die Kinder, die leben im Slum und die hätten normalerweise keine Chance auf Schulbildung. Und die ermöglichen es jetzt hier, dass sie eine Perspektive im Leben haben, dass sie Schulbildung bekommen und dadurch auch wirklich den nächsten Job bekommen können und Geld verdienen können und ihre Kinder dann auch selber zur Schule schicken können. Und bei den Mädchen ist es ganz schlimm, nur 0,1% der Mädchen, die auf dem Lande leben, haben wirklich die Chance, zur Schule zu gehen. Wenn du das Lächeln der Kinder siehst, ne? Das ist einfach toll. Das gibt so viel Motivation. Das gibt mir die Kraft, dann wieder fürs nächste Jahr zu Hause Gelder zu sammeln und dann wiederzukommen und versuchen, solche Projekte wie diese Schulen hier zu unterstützen. See you next year. Bye. Ah.
Okay. Acha. Okay, we go. First, take this step here. I'll have to see. Let me see. No. Put it on this. You need broader support, eh? So. Captain, go. Leave me. Let me. Okay. Now down. Okay. That's better. This is green peas, which we use for sala rice today. This is our kitchen, enterprise kitchen you can call it. And we cook for about 4,000 children in the morning. We need about 200 kg of rice. Then the food is put in all these containers you can see. Each container has the name of a center where the food will be going. Now here you go. Please. Asla? Ja. Ich durfte nach meinem Unfall lange Zeit nichts essen und hatte trotzdem immer dieses Hungergefühl. Man bekam natürlich genug über Infusionen, aber ich weiß Essen wirklich zu schätzen, was es heißt, auch Hunger zu haben. Und ich würde niemals Essen wegschmeißen. Ich käme nie auf die Idee. Problem ist, ich esse immer alles auf und dadurch kriege ich ein bisschen Bauch. Wie lange war deine Krankenhauskarriere? Zusammengerechnet 3 Jahre. Und um die 62, 63 Operationen. Ganz genau weiß ich nicht mehr. Das war ja nicht nur alles schlechte Zeit. Wir haben da sehr viel Spaß gehabt auch. Also, das Hospital ist ja nicht unbedingt, dass es eine schlechte Zeit ist und man nur leidet. Klar, man hat die Operationen, man muss wieder nach vorne kommen und alles. Aber so, wir haben da so viel Spaß gehabt mit den Patienten, auch mit dem Pflegepersonal. Auch Ärzte auch teilweise. Wir haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Was ist das mit dir, dass du irgendwo von alles etwas Positives machen kannst? Was ist das? Wo kommt das her? Ja, weiß ich nicht. In meinen Genen, keine Ahnung. Ich sehe einfach auch ganz rationell, wenn ich nicht so denken würde, ja, nützt mir nichts. Ich hätte immer noch das Gleiche, wäre vielleicht noch nicht mal so weit gekommen wie jetzt. Und hätte dann nur Frust geschoben. Und so habe ich halt Spaß. Also hier wird jetzt gleich das Essen ausgegeben, da stehen schon die Kästen und dann kriegen die Kinder hier so klassenmäßig, werden die herangeführt, kriegen dann das Essen. Thank you.
Yeah, her name is Sanja. Hello, Sanja. I'm Stefan. 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 I asked her what did she have in the morning. She had tea. No, breakfast. That's not good. Warum sind die hier so zufrieden mit eigentlich fast nichts? Weil fast nichts ist mehr als nichts. Und normalerweise haben die nichts. Und jetzt bekommen die halt fast nichts. Man lebt viel zufriedener. Wenn man das alles gesehen hat und kommt nach Hause, dann ist man so tiefenentspannt und kommt durch über jede Krise mal schnell drüber. Weil ja, wenn man sieht, mit welchen Problemen die hier zu leben haben, um zu überleben, das ist immer ganz wichtig, einfach den Tag zu überstehen, da sind unsere Probleme so klein.